Hallo Luis, hallo liebe Abonnenten und natürlich auch liebe Zuschauer. Für mich endet der Tag schon, für euch fängt das Video jetzt gerade erst an. Zielfisch war dieses Mal Quappe und Zander. Ein Zielfisch habe ich gefangen und welcher das ist, das zeige ich euch auf jeden Fall im Video. Schöne Nacht, schönes Wetter, viel Resonanz, viele Bisse. Ich konnte leider nicht alle verarbeiten, aber trotzdem war das diesmal eine sehr interessante Nacht gewesen. 2 Grad Außentemperatur, was sonst? Hat Spaß gemacht. Paul war auch diesmal wieder mit am Start. Hallo. Und vielleicht geht das dieses Jahr nochmal im Dezember nochmal zusammen los, gemeinsam. Ja. Diesmal mit einer kleinen neuen Ausrüstung, mit einem neuen Zelt. Das versuche ich ja zu testen. Mega geil, auf jeden Fall. Gut, sonst haben wir weitgehend alles eingepackt, alles weggeräumt. Angelplatz sauber hinterlassen. Da hinten hing noch ein Band, ein Seil, das haben wir uns noch mitgenommen. Feuerholz für den nächsten vorbereitet. Hier natürlich ganz vorkommt, damit nicht mehr so viel gesammelt werden muss. Auch alles sehr feucht hier und trotzdem halt eine schöne Nacht gehabt. Tut mir leid für die Tonqualität. Ich habe leider mein Adapterkabel für mein Mikrofon wahrscheinlich zu Hause liegen gelassen. Deswegen sind die Tonaufnahmen jetzt in diesem Video nicht so gut. Ich muss mich auch wirklich beeilen. Wir haben es jetzt gerade 15.20 Uhr, 15.30 Uhr jetzt ungefähr. Ich kam gerade von der Frühschicht. Ich habe jetzt die Sachen schon gestern schon eingepackt gehabt. Ich habe morgen und übermorgen frei. Deswegen musste ich unbedingt nochmal los. Wir haben jetzt noch November. Also ganz, ganz, ganz gut. Man muss die Zeit halt dazwischen nutzen, damit man halt auch mal nochmal im November nochmal ins Wasser kommt. Ich weiß nicht, ob ich noch viel zu filmen komme, weil ich muss jetzt wirklich auspacken, aufbauen, Ruten rein. Ich habe auch eingefrorene Köderfische mit, die ich noch vom letzten Mal habe. Also ein bisschen Zeitdruck hat man auf jeden Fall. Ja? Man sieht, es ist auf jeden Fall sehr dunkel jetzt schon um diese Uhrzeit, weil das sehr bewölkt ist. Deswegen kommt keine Sonne durch. Deswegen wird es ein bisschen früher dunkel als sonst, wenn halt keine Wolken sein sollten. Aber wir sind gleich am Wasser, deswegen muss ich jetzt hier meine Augen auf die Straße halten. Und ich filme auch wirklich nur, wenn ich außerhalb der normalen, regulären Straßen bin. Das ist hier eine ganz normale Ackerstraße, ein Ackerweg. Deswegen filme ich jetzt auch hier gerade mit der Kamera, sonst würde ich das nicht tun. So, es ist jetzt so schnell so dunkel geworden. Es ist auf jeden Fall richtig dunkel. Wir haben gerade, dass das Zelt aufgebaut ist, jetzt gerade eine Rute drin. Ich habe ja nicht viel Equipment mit, weil Liege schon drin. Auf jeden Fall bin ich gerade dabei, meinen Köder noch fertig zu machen, meinen zweiten. Heute geht es nämlich auf Aalquappe und die mögen gerne stinkigen Fisch. Deswegen bin ich gerade dabei, Kalamaris fertig zu machen. Und da zeige ich euch mal was. Und das erinnert mich an, als ich die 3 Tage am Wasser gewesen bin. Hier sieht man das Kalamari-Stück, das werde ich gleich ein bisschen in Fetzen schneiden. Hering habe ich hier auch noch mit, noch vom Frühjahr. Das werde ich heute auch noch anbieten aufgrund. Dadurch, dass es so dunkel ist, habe ich gerade keine Hände frei, irgendwie Licht zu halten, Kamera zu halten. Deswegen zeige ich euch gleich, wie die fertige Montage ist. Und dann mal schauen. Paul sammelt gerade ein bisschen Feuerholz, damit wir uns hier ein bisschen gemütlich machen. Wie gesagt, eine Rute ist drin auf Ukelei, eingefroren. Ich habe ihn jetzt aufgefädelt gehabt. Deswegen habe ich mir letztens alle Köderfische, die ich gefangen hatte, mir extra fertig gemacht. Und deswegen hoffe ich doch, dass irgendwie nochmal Fisch kommt. Vielleicht werde ich nochmal eine Wurm-Herings-Kombo machen, weiß ich noch nicht. Eine habe ich weiter rausgeschmissen. Eine werde ich weiter dichter am Ufer ranhalten, also positionieren. Jetzt sollte auf jeden Fall eine gute Zeit sein, weil sie jetzt vorm Laichen stehen. Und die brauchen unbedingt Proteine halt für die Eier. Ja, kann sein, dass ich das schon gesagt habe, aber ich muss jetzt auf jeden Fall fertig machen, dass ich dann halt jetzt auch die Rute reinkriege hier. Ja, richtig cool. Jetzt sieht man mich. Ich habe die ISO falsch eingestellt. Jetzt siehst du mich besser. Siehst du das? Zeig mich mal. Sieht man meine Frisur? Ein bisschen höher halten. Gut. Ich bringe Paul gerade bei, wie man mit Feuerstahl Feuer macht. Und jetzt gucken wir mal, ob es funktioniert. So, ein bisschen schachteln. Da habe ich vorhin auch gemacht, bloß mit dickerem Holz. Jetzt sind die Feuerstahl ganz dicht hier an den Kienspan ran. Siehst, es ist weitaus schwieriger, weil du jetzt die Funken jetzt kreuz und quer jetzt überall verteilst. Warum nehmen wir nicht die Klinge? Ganz einfach, die Klinge verglüht und dann hast du eine kaputte Schneide. Das wollen wir ja nicht. Ich setze jetzt meinen Druckpunkt jetzt hier auf meinen Daumen. Und schon haben wir Feuer.
aktuell, ich habe jetzt gerade den ersten Biss. Könnte jetzt ein Zander sein. So, was haben wir hier? Uki. Sind wir irgendwelche Spuren? Auf jeden Fall schon mal erste Attacke. Sehr gut. Es geht schon mal gut voran. Die andere Route ging auch gerade kurz los. Wir haben auch kurzen Kontakt. Geil. Scheint eine interessante Nacht zu werden, hoffe ich doch. Weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Ohne zu bimmeln hat sie sich bewegt. Das ist das? Mhm. Nimm mal. Ja. Oh ja. Das ist komm. Guck mal. Hey, komm her. Ah, guck mal. Hier. Schön Zander. Der ist weg. Was soll jetzt? Seht ihr den? Untermaßig. Krass, oder? Haha, geil! Wo der Haken jetzt ist. Doch, Tatsache. Guck mal. Geschafft. Geil, oder? Haben wir schon mal einen Fisch gefangen. Gut, habt ihr gesehen. Es hat funktioniert. Auch Felix fängt mal Fisch. So, wie man sehen kann, es hat funktioniert auf jeden Fall. Die Route war so 15, 20 Minuten drin, wenn überhaupt. Und ging gleich ein kleiner Zander drauf, leider untermaßig. Habt gesehen, habe ich wieder freigelassen. Ja, was hat er gehabt? So knappe 30 vielleicht. Also maximal 35, größer war auf jeden Fall nicht. Ja, Montage hat funktioniert. Jetzt sind die Zander auf jeden Fall aktiv. Vielleicht war es nicht der letzte, vielleicht wird es nicht der letzte gewesen sein. Vielleicht ist das der letzte. Man, das ist halt immer das Angeln. Aber schon mal einen kleinen Zander. Also Zielfisch mal Nummer 1 erwischt. Zweiter Zielfisch wäre die Quappe und wenn die auch noch kommt, dann habe ich wirklich beide Zielfische, die ich gerne haben wollte, auf jeden Fall gefangen. Ich dachte zuerst, es wäre eine Quappe, weil die so länglich aussah, aber es war dann doch schlussendlich der Zander. Geil, schön, freut mich auf jeden Fall, dass es endlich mal geklappt hat. So, weiter geht's. Wir setzen uns jetzt mal ins Feuer hin, quatschen ein bisschen und warten ab, ob noch ein paar Fische kommen. Bisschen noch gemütlich was essen. Paul, hast du einen Löffel mit? Nee. Löffel? Ja. Geil, das ist halt schön, wenn man im Camper mit dabei hat. Das werde ich mir gleich am Feuer fertig machen, bisschen Wasser aufkochen, Suppe rein und dann lassen es wir uns gut gehen hier. Paul macht sich gerade jetzt was hier auf seinen schönen Heißkocher. Ich hingegen mache, ja? Linsensuppe. Linsensuppe. Ich werde mir gleich hier Wasser aufkochen und dann mache ich mir eine Suppe fertig hier. Bisschen am Feuer reinheizen und gönnen wir uns. So, ganz praktisch sind die Teile hier, weil sie nochmal so eine schönen Außengriffe haben. Den schließe ich mich an. Eieiei, ich bin nicht der Einzige. Dann mache ich das hier einfach am Rand vom Feuer und dann köchelt das ein bisschen. So. So. Ja, man fühlt sich wie ein Gewinner, wenn man mal einen schönen Fisch hat. Ah, schön. Also, du merkst, wenn man so am Feuer ist, ist es auch nicht kalt, oder? Nein, ist nicht. So, und das ist nachher beim Schlafen genau das Gleiche, wenn man sich nachher Schlafsack sich einmummelt, dann geht das auch von der Temperatur her. Ich hoffe, dass ich halt noch im Dezember nochmal eine kleine Ansitz-Session machen kann, dass ich da auch nochmal angeln gehen kann. Ich glaube, letztes Jahr habe ich im Dezember habe ich das nicht geschafft und dieses Jahr versuche ich das auf jeden Fall wieder. Ich weiß nicht, willst du auch mitkommen denn? Also ich wäre mit dabei. Siehst du, Paul ist mit dabei. Hast du denn noch frei dieses Jahr nochmal? Ja. Ja? Ich muss jetzt am nächste Woche Dienstag wieder los für 2 Wochen. Ja. Und dann bin ich 17. Dezember zu Hause. Super, ich hoffe, das klappt ja nochmal, dass ich Paul nochmal auf eine Tour mitnehmen kann. Das wäre echt cool. Ja, alleine geht auch, aber zu zweit ist es echt viel cooler. Grüße gehen raus. Paul. Ja, den kennt ihr noch von dem Video vom Ansitz nochmal. 9, glaube ich. 9 bei der Dreiteiler. Wo er da die erste Nacht mit dabei gewesen ist. War cool. Nächstes Jahr wieder Bock? Mit, ja, da war ja. Hansi und Micha noch. Genau, ja. Die anderen beiden. Und vielleicht auch nochmal zum Survival-Selbstexperiment. Projekt mit dabei? Ja, doch. Ja, wenn es passt auf jeden Fall vom Urlaub her. Ich muss gucken, ob ich das dann auch gemanagt kriege. Eine kleine Umstrukturierung in der Firma. Ich hoffe, dass das alles nächstes Jahr umzusetzen ist. Super, Wasser kocht. Ja, guten Appetit. Ein bisschen einziehen, genau, guten Appetit. Wenn wir uns auch so ein Brot mal über das Feuer backen können. Das nächste Mal. Was? So ein Brot über das Feuer backen können. Ja. Boah, während ich jetzt mal die Route kontrolliert habe, auf den Calamaris ging jetzt gerade noch nichts. Solange ich noch wach bin, versuche ich mich noch ein bisschen auszuprobieren, ein bisschen zu experimentieren, was könnte klappen, was nicht. Deswegen habe ich nochmal die eine Route mit Heringsfetzen nochmal bestückt. Zeige ich euch nochmal. Hier nochmal aufgefädelt. Hier vorne guckt der Haken raus. Nochmal schön 2 Stückchen, so dass der Köder viel Geruch abgeben kann. Hier einen großen Schenkel. Schönen großen Haken, dass wenn der Fisch reinbeißt, da eventuell auch ein, dass er auch festhängt. Ne?
hier schön aufgeschnitten, auf der anderen Seite auch nochmal ein Stück vom Schwanz, so. So, und den werde ich jetzt nochmal auf Grund anbieten, auf das nochmal ein Aalquapp bekommt. Ja, hängt nichts. Da hat eben nochmal ein Biss gehabt, kurz nach dem Ausschmeißen, aber hängt nichts, leider. Mit Wurm eben nochmal in Kombination, läuft die Kamera noch? Ich zeige euch das mal. So, hier kann man es nochmal sehen. Hier habe ich halt das Vorfach. Hier haben sie schon ganz schön gut abgeknabbert. Hier habe ich dann halt noch einen Wurm drauf gemacht, zwecks der Bewegung. Der Geruch kommt ja dann halt auch vom Fisch. So, ich habe ausgeschmissen und die Rute ging jetzt dann nochmal richtig ab. Ja, also starke Strömung haben wir nicht, dass das jetzt der Grund dafür hätte sein können. Verwundert. Hier vorne, Bissspuren. Hier. Da. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Hier. Sieht aus wie ein Zanderbiss, ja. Zander ging hier nochmal rauf. Hier und hier, Bissspur. Und hier vorne auch nochmal. Also man sieht, dass die Nacht doch noch ganz interessant wird. Ich werde noch ein bisschen aktiv nochmal dranbleiben. Ich werfe den Köder jetzt mal aus. Ja, ganz schön cool. Ja, freue mich auf jeden Fall. Vielleicht hätte ich mal ein bisschen warten müssen, damit der Zander den Köder auch runterschluckt. Das ist ja manchmal so das Phänomen, dass er relativ vorsichtig ist. Ich habe ja auch noch ein Starrvorfach dran. Einfach aus Sicherheitsgründen, wenn doch noch ein Hecht nochmal anbeißen sollte. In der Warnung muss man halt damit auch mal rechnen. Heute scheint der Mond auch relativ hell. Deswegen ist es heute auch nicht auszuschließen, dass wir auch mal mit einem Hecht rechnen können, mit einem Köderfisch, auf Köderfisch. Deswegen bin ich mal gespannt. Ja, ich werde ihn erstmal schnell rausschleudern, damit ich dann auch nochmal schnell eine Möglichkeit habe, vielleicht nochmal einen Zander zu kriegen heute Abend. So, ich habe hier halt immer mein Gummi drinne und ich habe es gerade reingemacht und wurde gleich rausgezogen. Und ich dachte, hey, was ist denn nun los? Und ich merke dann halt, wie Zucht drauf ist. Jetzt halt nicht. Und dann habe ich gemerkt, dass dann halt ein Biss drauf ist. Er hat gezogen die ganze Zeit. Und ja, hing leider wieder nicht. Wie gesagt, einfach mal abwarten. Aber es lohnt sich. Also die kalten Jahreszeiten sind wirklich mit die interessantesten Jahreszeiten, finde ich. Selber persönlich. Der Abend fängt gerade erst an. Wir hatten gerade 20 Uhr oder so. 20 Uhr? Warte mal, ich schau mal rauf. 21.12 Uhr. Okay, gut. Doch ein bisschen später. Kann sein, dass es jetzt wieder ein Zander ist, der jetzt kurz den Köderfisch im Mund hat. Schwimmt damit weg. Und er braucht mal Zeit, bis er den Köder runterschluckt. Deswegen warte ich kurz. Dann kommt schon die Schnur, ey, das ist der Wahnsinn. Muss einen neuen Köder dran machen, unbedingt. Also einen neuen Uki aufwedeln, Wumme dran. Die Kombo scheint heute gut zu funktionieren. Deswegen immer austesten. Manchmal funktioniert es nur mit Uki, manchmal nur mit Tauwurm, manchmal nur im Bündel anscheinend. Funktioniert richtig gut. Was auch immer dran war. Also den Fisch ganz schön zugerichtet, Alter. Hier sehen wir's. So, bevor ich vergesse, hier noch gar keine Storys mehr reinzupacken, ich wollte euch nur mal zeigen hier, der Mond scheint hier gerade aktuell, ist kein Vollmond, aber er ist so hell, dass sogar eventuell noch Hechte beißen würden. Also die Frequenz heute an Fischbissen ist extrem hoch, sehr aggressiv. Manchmal richtig durchgängig, also das ist schon richtig krass hier und es freut mich auch. Ein schöner Fisch kam noch raus, untermaßig, muss ich leider wieder reinsetzen. Aber jetzt erst ein Zielfisch, den habe ich auf jeden Fall gefangen. Jetzt fehlt noch Nummer 2 und mal sehen. Oh, ohne Mist, das war gerade nicht inszeniert. Hier ging gerade die nächste Rute. Es ist spannend, was sagst du, Paul? Definitiv, also so viele Bisse hatten wir beim letzten Mal nicht. Letztes Mal nicht, auf jeden Fall. Das muss schon was heißen, ne? Muss man bei der Wahrheit verbleiben. Ja, das stimmt. Den Tatsachen ins Auge sehen. So, folgende Frage. Das ist natürlich ein bisschen spät. Und ich habe mal in einem Video gesehen, dass jemand in einer Plastikflasche Wasser gekocht hatte. So, und das versuchen wir jetzt auch. Ich habe jetzt eine Plastikflasche mit Wasser gefüllt. Ich zeige es euch mal. Hier. Und natürlich haben wir zufälligerweise hier gerade ein Feuer. Und jetzt ist die Frage, schmilzt die Flasche und das Wasser läuft aus oder fängt das Wasser in der Flasche an zu kochen? So, dadurch, dass mein Objektiv gerade ein bisschen beschlagen ist, schaut euch das mal an. Das Wasser kocht. Es kocht. Nicht vor Wut, sondern durch die Hitze. Also man kann wirklich Wasser in eine Plastikflasche kochen. Es funktioniert.
Hört ihr das Knistern? Alter, so krass, das ist... Dennoch, liebe Kinder, ist es nicht zu empfehlen, daraus zu trinken, da sich die Weichmacher zum Teil auch mit verflüssigen. Ja, ganz genau. Oder sich in dem Wasser verlieren. Und was hätte das für Nebenfolgen? Verstopfung oder Durchfall. Ne, eins von beiden geht ja nur, ne? Verstopfung und Durchfall im einen. Du wirst zu Plastoman. Plastoman. Also ich glaube, das ist meine Kamera. Ich gehe davon stark aus von Knoten im Pimmel. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, krebserregende Stoffe, Weichmacher, die sich dann halt lösen, die sich an den Körper festsetzen und dann eventuell den einen oder anderen Krebs hervorrufen. Also in einer Survival-Situation kann man es machen, wenn man droht zu dehydrieren und wenn man eventuell Durchfall haben könnte und dann sowieso Flüssigkeitsverlust hat, ist es machbar. Ich würde das selber nicht daraus trinken, aber ich wollte einen Arbeitskollegen beweisen, dass man Wasser in einer Plastikflasche kochen kann. Weil wir hatten ein schmales Experiment, ging ein bisschen in die Hose, aber hier am offenen Feuer mit Plastik, es funktioniert, es funktioniert. Also Stimmen, wenn du das Video siehst, es funktioniert, verdammte Scheiße. Das ist toll. Jungs, also, und Mädels auch, kann sein, dass ihr total verblüfft seid gerade. Also ich bin's, ich habe gerade das Ergebnis hier gesehen und ich lade es auf jeden Fall auf meinen YouTube-Kanal hoch, in mein Video. Und also das Ergebnis ist echt krass, also wir sind gerade verblüfft. Man hört das Ergebnis auch noch. Wenn man genau hinhört. Also Paul, bist du geflasht? Also ich habe damit nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Siehst du, Marcel, zeig das Video auf jeden Fall Stefan. Ich glaube, er benutzt kein Instagram, aber ist so krass einfach. Ich fühle mich hier richtig bestätigt. Stefan, hör dir das an, wie das kocht. Wir sagen hier nichts, ja? Aber es ist auf jeden Fall mega geil. Es fetzt immer einfach. Endlich mal klappen wir hier. Keine Bissspuren, nichts. Das ist doch verrückt, ey. Oder? Nee, sehe nichts. Ob jetzt ein Zander auch auf Heringsfetzen gehen würde, weiß ich noch nicht. Aber probieren wir es aus. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Oh Gott, ey. Also diese Bisse hatte ich vorhin die ganze Zeit, also ich glaube ein, zwei Mal nochmal vorher. Und die gehen komplett ab, der nimmt Schnur ohne Ende und dann hängt dieser Fisch nicht. Natürlich echt ekelig. Oh, wir haben gerade noch 2 Grad. Ich bin hier im T-Shirt drin. Im Schlafsack sollte man halt immer so wenig anziehen wie möglich. Und dann fragt euch immer, denke ich, ob ich dann halt vielleicht ein T-Shirt rausgehe. Also ich gehe auf jeden Fall nicht ein T-Shirt raus. Ich habe halt eine Jacke noch. Ich zeige euch das mal. Hier ist meine Jacke. Habe ich denn hier neben mir auf dem Hocker? Ja, es ist ganz schön runtergekühlt, von 4 auf 2 Grad. Aber es ist halt wichtig, halt wenig anzuziehen. Deswegen habe ich auch so eine schöne Winterjacke, die ziehe ich mir einfach rüber. Steige in meinen Crocs ein, muss ich euch mal zeigen. Ich schmier so Milch hier. Achso. Also halt so wenig wie möglich anziehen. Deswegen wird man hier halt T-Shirt und einfach Schlafsack reinmurmeln. Das geht relativ schnell. Dann ist halt auch schnell warm. Bloß wenn man halt jetzt außerhalb ist, dann ist es auch relativ kalt. 2 Grad. Es sind noch 2 über den Nullpunkt, wo die Gefriertemperatur anfängt. Ja, dann habe ich halt noch meine Crocs. Ich zeige euch das mal. Funktioniert auch mit Stiefel, geht auch, ist eine Alternative. Guck mal, können Sie sehen, das sind meine Crocs hier. Und wenn ein Fischbiss kommt, dann steige ich in die Crocs, also geht ganz schnell. Und dann ab ans Wasser. Ist aber auch schon 7 Uhr noch was, das heißt, ich werde wahrscheinlich noch mal, mich eine Stunde hinlegen und kann sein, dass noch was kommt. Und wenn nicht, dann, ja, ist es halt so. Na, ich bin gespannt. Dann melde ich mich nochmal. Gut, alles klar. Auf jeden Fall eine aufregende Nacht, die war extrem cool, ne? Hätte man gerne. Ich glaube, das war bis jetzt die aktivste Nacht, die ich jetzt bis jetzt dieses Jahr hatte. Los. Meine Güte, Jacke anziehen.
schon nicht, oder? Komm rein. Na? Gar nichts. Es ist wirklich unglaublich warm hier drin. Ich weiß nicht, ob ich mal die ISO wieder nicht automatisch eingestellt habe. Super warm hier im Schlafsack, aber jetzt muss ich erstmal aufstehen. Schon mal anfangen einzupacken. Wir haben es nach 8, glaube ich. 8.16 Uhr. 8.16 Uhr haben wir es jetzt. Also packe ich jetzt erstmal alles ein. Die Linse ist wieder ein bisschen beschlagen. Und ich glaube, wir werden jetzt so 3 bis 4 Grad haben jetzt aktuell. Ja, interessante Nacht gewesen auf jeden Fall. Hat gefetzt. Gut, aber erstmal einpacken. Ich guck mal, wie lange ich jetzt dafür brauche. Dann kommen die Routen rein und dann wieder Abmarsch ab nach Hause. Da kommen wir halt auch zum Ende des Videos. Schöne Nacht. Geht auch im Winter mal raus. Holt euch dementsprechend Ausrüstung. Für viele endet ja die Saison schon nachher so im Herbst, weil die Temperaturen einfach zu kalt sind. Einfach nur an mangelnder Ausrüstung, weil das Schlafsack die Temperatur nicht mehr aushält. Da müsst ihr mehr Geld investieren und so könnt ihr das ganze Jahr über angeln. So endet eure Saison nie, wie bei mir auch. Ich angel auch im Dezember, Januar, Februar, wenn das dann auch zeitlich passt, ganz klar. Sonst geht das ja auch nicht. Und dann nehme ich auf jeden Fall wieder die Kamera mit. Ein Zusatzakku wäre ganz gut. Ich habe noch einen Balken hier mit der Kamera, deswegen habe ich nicht so viel mit der Kamera gefilmt gehabt. Konnte auch nicht. Bei den kalten Temperaturen, da geht das Akku auch relativ schnell runter. Aber jetzt geht's ab nach Hause. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Kissed.